Weißt du, was ein Abstract Singleton Proxy Factory Bean ist? Nein? Ich auch nicht. Aber es ist kein Witz, es ist eine tatsächlich existierende Klasse aus dem Spring Framework für Java. Besonders schön ist, wenn man in der Dokumentation dann nachschaut, worum es sich dabei handelt, die Beschreibung des Abstract Singleton Proxy Factory Beans. Die Beschreibung lautet nämlich, es ist eine Convenient Superclass for Factory Bean Types that produce Singleton Scoped Proxy Objects. Ah ja, wenn man das gelesen hat, ist man zugegebenermaßen genauso schlau wie vorher. Ich will mich an der Stelle aber nicht über das Spring Framework lustig machen. Ich will mich an der Stelle auch nicht über Java lustig machen. Solche Namensgebungen, solche sehr technischen Namensgebungen, die erstmal sehr abstrakt wirken. Das ist ja auch eine Abstract, haha. Die gibt es in jeder Technologie, das kann man natürlich überall machen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, das ist ein anderer. Und zwar, es ist schwer, gute Namen zu vergeben. Es ist schwer, intuitiv verständliche Namen zu vergeben. Und wie das funktioniert, worauf man dabei achten sollte, das verrate ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zum Developers Dictionary. In der Informatik gibt es ein geflügeltes Wort. Es gibt nämlich angeblich nur zwei schwere Probleme. Zum einen die Namensgebung und zum anderen die Frage, wie man Caches invalidiert. Und es gibt natürlich noch die Off-by-One-Errors. Das Ganze wird häufig belächelt, aber da steckt durchaus ein wahrer Kern drin. Namensgebung ist nämlich tatsächlich schwer. Und das ist, wenn man das jetzt so hört, vielleicht erstmal schwer zu glauben, denn man denkt sich, das macht man als Entwicklerin oder als Entwickler doch ständig. Beispielsweise, man hat ja ständig mit Variablen zu tun, man hat ständig mit Funktionen zu tun und ständig gibt man diesen Dingen doch Namen, ruft die Dinge auch über ihren Namen auf. Insofern hat man doch mit Namensgebung viel, viel mehr zu tun als mit einer ganzen Reihe von anderen Konstrukten, mit denen man ja vielleicht eher seltener zu tun hat. Aber frag dich mal, ob du, wenn du einen Namen vergeben musstest, noch nie gedacht hast oder gesagt hast, ach, ist doch egal, wie wir das nennen, ich habe jetzt keine Lust oder keine Zeit, darüber nachzudenken, ich schreibe einfach mal irgendwas hin und das wird schon funktionieren und im Nachhinein hast du dich dann darüber geärgert, dass du diesen Namen vergeben hast und dass du nicht doch 5 Minuten mehr Zeit investiert hast. Und ich glaube nicht, dass du das noch nie gemacht hast, das macht nämlich am Ende des Tages jeder. Ich habe das selber auch schon gemacht. Inzwischen versuche ich das zu vermeiden, einfach weil ich weiß, wie wichtig eben gute Namen sind. Aber das gelingt natürlich mal besser, das gelingt mal schlechter. Das hängt immer sehr stark von der Tagesform ab. An der Stelle finde ich persönlich Pair-Programming extrem hilfreich, einfach weil dann immer noch jemand da ist, der mit drauf schaut, der mitdenkt, der im Zweifelsfall auch mal hinterfragt und der mal reingrätscht und sagt, der Name ist aber noch nicht gut. Das Ganze funktioniert natürlich auch hervorragend remote. Da haben wir die Tage ein Video zu gehabt. Wenn du dir das nochmal anschauen willst, wie Remote Pair Programming funktioniert, worauf man achten sollte, ich verlinke dir das in der Infocard. Jetzt kann man die Frage stellen, warum ist denn Namensgebung wichtig überhaupt oder wofür ist denn Namensgebung wichtig? Ist das nicht am Ende des Tages relativ egal? Der Code macht doch das Gleiche, völlig egal, wie eine Variable heißt oder wie eine Funktion heißt. Es kommt doch erstmal nur darauf an, was der Code macht. Und die klare Antwort an der Stelle ist nein, das ist nicht egal, denn Software wird ja nicht nur geschrieben, sie wird tatsächlich nur einmal geschrieben. Sie wird vor allem aber im Laufe der Zeit immer wieder gelesen, weil sie zum Beispiel weiterentwickelt werden soll, weil Fehler behoben werden sollen. Und dazu muss man nachvollziehen können, man muss verstehen können, was denn in diesem Code passiert. Und die wichtigste Frage dabei ist aber noch nicht mal, was in diesem Code passiert, weil das kann ich ja dem Code ansehen, sondern die Frage ist, was ist denn die Intention dahinter gewesen? Warum ist das auf diese Art und Weise implementiert worden? Was hat sich denn die oder derjenige, die den Code geschrieben haben, dabei ursprünglich gedacht? Und da ist eben wichtig oder da darf man nicht vergessen, dass eben nur der Code dasteht und den muss man interpretieren. Und das Einzige, was man an der Stelle hat, sind einfach eine Reihe von Wörtern, nämlich die Schlüsselwörter auf der einen Seite und eben die von der Entwicklerin oder vom Entwickler vergebenen Variablen und Funktionsnamen auf der anderen Seite. Und genau deswegen ist es so wichtig, gute Namen zu haben, damit da eben gute Begriffe stehen, damit da gute Wörter stehen. Donald E. Knuth, ein US-amerikanischer Informatiker, hat dafür sogar den Begriff Literate Programming geprägt, also dass sich quasi Programme oder dass sich Code wie Geschichten so ein bisschen lesen sollten, dass sie eben auf das Lesen optimiert sein sollten, nicht auf das Schreiben. Und er hat mal die berühmte Frage gestellt, wann haben Sie es sich zuletzt vor dem Kamin gemütlich gemacht und ein gutes Stück Code gelesen? Und das muss man zugegebenermaßen beantworten mit
Wahrscheinlich ist das schon sehr, sehr lange her, falls man es überhaupt mal gemacht hat. In der Regel macht man es sich nicht gemütlich und liest mal ein Stück Code, weil es so schön ist. Aber das Ganze zeigt eben die Denkrichtung. Und ein anderer sehr schöner Satz, der in die gleiche Richtung geht, ist: It was hard to write, so it should be hard to read. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, meint aber im Grunde dasselbe, dass eben das Lesen sehr viel wichtiger ist als das Schreiben. Und meiner persönlichen Meinung nach ist eine gute Namensgebung einer der wichtigsten Faktoren für Clean Code. Vieles, ganz, ganz vieles von den Clean Code-Regeln braucht man nicht, wenn man gute Namensgebung beherrscht und wenn man eben gute Namen findet. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn man gute Namen finden will, was zeichnet denn überhaupt gute Namen aus? Also woran erkennt man die und wie stellt man fest, dass man einen guten Namen gefunden hat? Und wie schon gesagt, ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle ist die Verständlichkeit. Also dass der Name sozusagen beiträgt, dass der Name mich dabei unterstützt, dass er mir hilft, den Sinn zu erfassen der Dinge, die da stehen, dass ich sozusagen die Intention erkennen kann. Und ich habe dieses Wort eben schon mal benutzt, die Intention. Und das, was der Intention immer gegenübersteht, ist die Implementierung. Und die Implementierung, die drückt das Wie aus. Also die beschreibt sozusagen den Lösungsweg, die beschreibt, wie sich jemand überlegt hat, wie man das Problem lösen könnte. Die Intention hingegen drückt das ursprüngliche Was aus, also was überhaupt gemacht werden soll, was das zu lösende Problem ist und vor allem auch, warum es gelöst werden soll. Und diese beiden Dinge, das Was und das Warum, das ist versteckt. Das kann ich dem Code nicht ansehen, weil der Code ja eben nur ein möglicher Lösungsweg ist, der aufzeigt, wie man das lösen kann. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum Kommentieren so wichtig ist oder was beim Kommentieren wichtig ist. Man sollte nicht kommentieren, wie etwas gelöst ist, weil das steht ja im Code. Man sollte kommentieren, was man sich dabei gedacht hat und warum man sich dafür entschieden hat, es gerade auf diese und jene Art und Weise zu implementieren und eben nicht irgendwie anders vorzugehen. Dass man nicht ein paar Monate später dasteht und sich denkt, ach, das hätte man viel eleganter bauen können. Man baut es in tagelanger Arbeit um und stellt dann fest, ach Mist, man hatte sich doch früher was dabei gedacht, es so und so zu machen. Hätte das in einem Kommentar gestanden, hätte man sich eine Menge Zeit und Arbeit sparen können. Das Problem mit Kommentaren ist natürlich, dass man die Kommentare und den Code synchron halten muss. Und das kann natürlich unter Umständen vergessen werden. Deswegen ist es noch besser, wenn erst gar kein Kommentar notwendig ist, wenn der Code für sich genommen schon aussagekräftig genug ist. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es funktioniert öfter, als man meint. Und die Frage, wie das denn funktioniert, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Es gibt nämlich genau eine Regel, der man folgen sollte, und die lautet, dass man fachliche Namen vergeben sollte, nicht technische Namen. Dass die Namen bereits beschreiben sollten, was gemacht wird, warum etwas gemacht wird, nicht wie es gemacht wird. Natürlich muss ich immer noch kommentieren, wenn ich sage, es gibt verschiedene Varianten, wie ich das Ganze hätte umsetzen können, und ich habe mich jetzt genau dafür entschieden, weil. Aber fachliche Namensgebung ist technischer Namensgebung enorm überlegen. Einfaches Beispiel dafür: Stell dir eine Anwendung vor, die hat eine Suchfunktion. Wenn es eine Suchfunktion gibt, gibt es irgendwo ein Eingabefeld dafür, und der Wert, der in diesem Eingabefeld gespeichert oder eingegeben wird, der soll in einer Variablen abgelegt werden. Wie nennt man die? Und da wäre eine Möglichkeit zu sagen, das ist Text-Input. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, das ist eine Query. Und Text-Input ist ein sehr technischer Name. Der ist im Grunde genommen auch ziemlich beliebig. Der sagt nämlich nur, das ist irgendwelcher eingegebener Text. Da ist kein Kontext gegeben, da ist kein Bezug zur Suche gegeben. Das kann alles Mögliche sein. Query hingegen ist ein fachlicher Name, der aus der Domäne der Suche kommt, und das ist eben der Fachbegriff für das zu Suchende. Also die Query ist ja der Fachbegriff für sozusagen den Suchbegriff oder die Sucheingabe. Und insofern ist Query der viel bessere Name als Textinput. Ein anderes Beispiel: Wenn man ein Formular hat, wo man sich auf einer Webseite registrieren kann, wo man dann vielleicht Name und Kennwort eingeben soll, dann hat man eine Schaltfläche, mit der man sich registrieren kann, könnte man die Submit-Button nennen oder Register. Und auch hier ist Register der viel stärkere Name, der ist viel aussagekräftiger, weil der eben einen fachlichen Bezug hat. Submit-Button, ja, das ist sehr technisch gedacht, und da ist klar, okay, technisch findet da ein Submit statt, aber wozu? Also da fehlt der Bezug, dass das eben der Button ist, mit dem ich mich registrieren kann. Der Zweck wird dazu sozusagen nicht klar. Und die Intention ist dann eben unklar. Und außerdem ist vielleicht dieser Button heute ein Button. Morgen kommt man auf die Idee aus Designgründen, dass das eher ein Register-Link sein sollte. Und dann hat man am Ende im dümmsten Fall einen Link, der den Namen Submit-Button trägt. Und dann passt das halt überhaupt nicht mehr
zusammen. Und insofern ist der erste Punkt bei der Namensgebung, worauf man achten sollte, fachliche Namen zu verwenden, die aus der Domäne des Problems stammen, was man gerade lösen will, die eben in einen Kontext gehören und die die Intention klar machen, was ich da eigentlich ausdrücken wollte und warum. Hilfreich ist außerdem auch, auf Paare zu achten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Funktion habe, die heißt Open, dann wäre es logisch, wenn es auch eine Close-Funktion gibt. Oder wenn ich eine Load-Funktion habe, dann sollte es eine Save-Funktion geben. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber wenn das so ist, dann sollten diese beiden Begriffe zueinander passen. Also ein Begriffspaar sollte in sich schlüssig sein. Und es wäre zum Beispiel sehr unlogisch, wenn ich mit einer juristischen Anwendung zu tun habe, wo es um Fälle geht, also Fälle, die vor Gericht verhandelt werden, wenn ein solcher Fall zum Beispiel eröffnet werden kann, aber später nicht geschlossen werden kann, sondern zum Beispiel gespeichert wird. Und das Speichern impliziert dann das Schließen. Und da ist eben einfach und wichtig oder auch die Richtigkeit der fachlichen Bedeutung sicherzustellen. Also nicht nur, dass man einen fachlichen Begriff verwendet und dass man an solchen Begriffspaaren zum Beispiel erkennt, ob man fachliche Begriffe gefunden hat, sondern dass man eben auch die richtigen fachlichen Begriffe verwendet. Typisches Beispiel von mir ist an der Stelle das Schachspiel. Da gibt es ja den Begriff des Zugs, womit landläufig immer gemeint ist, eine Figurbewegung der weißen oder der schwarzen Spielerin oder des weißen oder des schwarzen Spielers. Tatsächlich ist das aber ein Halbzug. Ein Zug ist das, was Weiß und Schwarz gemeinsam sozusagen gemacht haben. Das heißt, die fachlichen Begriffe müssen korrekt sein und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen ist interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem Team auch so wichtig, wo eben Entwicklerinnen und Entwickler mit Domänenexpertinnen und Domänenexperten gemeinsam arbeiten. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Schach, weil da ist erstmal landläufig der falsche Begriff in Verwendung und die richtige Bedeutung ist aber wohl definiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man Abkürzungen vermeiden sollte. Könntest du jetzt einwenden, ja, da gibt es doch ganz viele etablierte Abkürzungen, I.O., XML, HTTP und so weiter. Soll ich die jetzt alle ausschreiben? Weil wenn ich das machen würde, dann wird das Ganze ja sehr unlesbar, sehr umständlich und das funktioniert nicht wirklich. Kein Mensch möchte Hypertext Transfer Protokoll schreiben statt HTTP. Und da bin ich auch ganz bei dir, das ist richtig. Denn das sind auch keine Abkürzungen, sondern das sind Akronyme. Akronyme sind Begriffe, die aus den Anfangsbuchstaben geschaffen werden. Zum Beispiel Input, Output, man nimmt jeweils den Anfangsbuchstaben, das I und das O und erhält das Akronym I.O. Und eben entsprechend HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ist auch ein Akronym. Eine Abkürzung hingegen ist eine Verkürzung. Zum Beispiel, wenn ich Details abkürzen möchte und ich dann das Ganze mit DE mache. Und dann könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, eine View.de zu haben. Das wäre aber nicht mehr intuitiv. Es wäre auch nicht klar, wofür die gut ist. Das heißt, View.de, da geht man vielleicht sogar eher davon aus, dass da die View für Deutsch ist, weil DE ja die Top-Level-Domain für Deutschland ist. Und da kann man dann die Frage stellen, wofür will man das denn machen? Um weniger zu tippen, um sich ein paar Buchstaben zu sparen. Und dafür lohnt es sich eben nicht, die Verständlichkeit zu opfern. Aber auch bei Akronymen muss man vorsichtig sein. Man sollte nämlich nur gängige Akronyme verwenden und zwar nur solche, die auch außerhalb des Unternehmens gängig sind. Bei I.O. für Input-Output ist das klar. HTTP ist auch klar. Was ist zum Beispiel mit dem Akronym FXV? Weiß erstmal keiner, was gemeint ist. Und wenn du jetzt fragst, okay, was ist denn FXV? Und jemand sagt dir dann, das heißt Konfigurationsmanagement. Dann ist das nicht besonders logisch, das ist im Gegenteil völlig unlogisch, das ist null intuitiv und solche Akronyme, solche Namen machen Code unnötig schwer verständlich. Die machen übrigens nicht nur den Code schwer verständlich, die machen generell die Kommunikation schwer verständlich, aber solche Dinge trifft man da draußen in der Praxis immer wieder an. Und sowas sollte man einfach vermeiden, man sollte einfach lieber mehr schreiben, denn es geht ja wie gesagt ums Lesen. Apropos mehr schreiben, generell ist eine gute Regel, beim Schreiben möglichst explizit zu sein. Das heißt, man sollte keine impliziten Annahmen treffen, nicht davon ausgehen, dass die Leserin oder der Leser irgendetwas bestimmt wissen wird, sondern im Zweifelsfall sollte man einfach die Details, die zusätzlichen Informationen hinschreiben, damit eben Kontext gegeben ist. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, das gilt nämlich auch für Zwischenvariablen. Das heißt, ich sehe immer wieder Code, wo ein ziemlich langer Ausdruck hingeschrieben wird, der im schlechtesten Fall dann auch noch in einer Return-Anweisung drinsteckt. Und eine gute Idee ist, diesen Ausdruck zu zerlegen in kleinere Einheiten, in kleinere Schritte, quasi in Zwischenergebnisse, den aufzutrennen und diese Zwischenergebnisse dann auch zu benennen. Das ist nämlich viel einfacher nachvollziehbar, weil man Schritt für Schritt vorgehen kann und nicht sich durch eine riesige Formel auf einmal durchkämpfen muss.
Es sorgt also insofern für ein besseres Verständnis, es sorgt für eine bessere Lesbarkeit und das eben dieses bessere Verständnis, das wird sogar von vornherein erreicht, weil man sich ja auch beim Schreiben mehr Gedanken machen muss, was man da eigentlich genau macht. Und es ist kein Zufall, dass im Zen auf Python die Regel enthalten ist, explicit is better than implicit. Das finde ich persönlich eine ganz, ganz wichtige Regel. So, wenn man sich jetzt an diese Regeln hält, das heißt, wenn man versucht, die Intention auszudrücken, wenn man versucht, Begriffe zu wählen, die in der Fachdomäne des jeweiligen Problems beheimatet sind, wenn man versucht, passende und korrekte Fachbegriffe zu verwenden, wenn man Akronyme einsetzt, sofern sie geläufig sind, und versucht, Abkürzungen, wo es geht, zu vermeiden, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, ID zum Beispiel für Identifier, aber wenn man Abkürzungen im Allgemeinen vermeidet und wenn man versucht, explizit zu sein, dann ist schon mal unglaublich viel gewonnen. Ein wichtiger Punkt, der noch hinzukommt, ist, dass man darauf achten sollte, die richtige Wortart zu wählen. Funktionen zum Beispiel, die machen ja etwas, deswegen sollten Funktionen mit einem Verb benannt sein. Daten wiederum, also Klassen oder Objekte beispielsweise, die repräsentieren ja etwas Statisches. Das heißt, die sollten mit einem Substantiv oder mit einer Substantivkombination benannt sein. Und Interfaces wiederum, das können Substantive sein, das können auch Adjektive sein. Das kommt so ein bisschen darauf an, was das jeweilige Interface ausdrücken möchte. Aber man sieht eben, es gibt bestimmte Wortarten, die für bestimmte Konstrukte üblicherweise verwendet werden sollten. Ein Punkt, auf den ich persönlich großen Wert lege, ist, wenn man mit boolschen Variablen zu tun hat, dass die geprefixed werden mit einem Verb, was ausdrückt, dass ich da eben einen boolschen Wert, true oder false, erwarte, also sowas wie can, has, will, is, did und so weiter. Wenn da steht mounted, dann kann das auch der Zeitpunkt sein, wann etwas gemountet wurde. Wenn da aber steht is mounted, dann ist klar, das ist entweder gemounted oder es ist eben nicht gemounted. Insofern ja oder nein, aha, boolsche Variable. Und das heißt eben, ich muss also konsistent sein oder wenn ich konsistent bin, wenn ich mir gewissen Mustern folge, dann habe ich eben weniger Probleme, das Ganze zu lesen. Und das gilt auch, wenn ich mich für Wörter entscheide, wenn ich zum Beispiel über get und fetch nachdenke, wann ich welches verwende, dann sollte ich das konsistent machen. Und wenn ich das, wie gesagt, alles berücksichtige, dann ist schon sehr viel gewonnen. Jetzt ist die Frage, wie ist das denn bei dir? Was sind denn deine Regeln? Beziehungsweise, was sind vielleicht die Dinge, wo du dir in deiner Codebase wünschen würdest, dass sie anders benannt wären? Ist die Codebase, mit der du zu tun hast, ist die in der Regel gut verständlich? Ist die schwer nachvollziehbar? Siehst du da die Lesbarkeit als großes Problem aufgrund der Namensgebung? Welche Ausnahmen hast du vielleicht erlebt und was hast du vielleicht für weitere Tipps oder für Leitplanken, an denen du dich entlanghangelst? Das würde mich sehr interessieren. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Und auch andere Bereiche kannst du natürlich gerne kommentieren. Ich habe ja heute einiges bewusst nicht abgedeckt. Wir haben zum Beispiel nicht über die ungarische Notation gesprochen. Wir haben auch nicht über die Namensgebung von Schleifenvariablen gesprochen. Und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, wie du diese Dinge benennst und einfach, was deine Gedanken dazu sind. Ansonsten möchte ich mich für heute bedanken, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, würde ich mich natürlich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Abonnier den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktivier die Glocke, damit du von YouTube über neue Videos benachrichtigt wirst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Dienstag. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns morgen um 8 Uhr wieder zu unserem Weekly. Mach's gut. Ciao.